Hi, ich bin Leslie von Reishunger und heute dreht sich alles um Tofu, denn Tofu ist, wie ich finde, eine richtig gute Alternative zu Fleisch, Proteinlieferant und schmeckt auch einfach richtig lecker. Außerdem ist Tofu durch seinen dezenten Eigengeschmack richtig vielseitig einsetzbar. Und was meine liebsten drei Rezept-Hacks sind, das erfährst du jetzt sofort. Wir starten mit Rezept Nummer 1. Es gibt Tofu-Speck. Das ist eigentlich so das einfachste Rezept und das schnellste Rezept, was wir heute haben. Mache ich auch immer zwischendurch, wenn es schnell gehen soll. Dafür nutze ich heute unseren Bio-Räuchertofu. Der eignet sich perfekt dafür, weil er schon so ein fein würziges Aroma mit sich bringt. Und generell, wenn es schnell gehen soll, dann nutze ich den. Da muss man nämlich nicht so viel mit zubereiten. So, wir starten jetzt mit der Zubereitung. Den Tofu presse ich jetzt einmal zwischen Tüchern ordentlich aus, damit er an Wasser verliert und dadurch wird er später knuspriger. Anschließend schneide ich ihn dann in Würfel. Ich habe jetzt Erdnussöl im Wok erhitzt. Dabei, das ist übrigens unser neuer Wok, dabei am besten nicht zu sparsam sein. Ich gebe jetzt den Tofu mit in das Öl hinein und lass ihn von allen Seiten goldbraun anbraten, so auf circa mittlerster Stufe, bis er dann schön goldbraun ist und dann geht's weiter. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal an die Marinade machen. Hierfür vermische ich gleich Teriyaki-Soße mit einem ganz balsamer Oleg für die Würze und Schärfe. Außerdem dann noch ein bisschen Stärke und ein ganz bisschen Wasser. Die Stärke macht das Ganze nämlich später noch ein bisschen knuspriger, so wie wir es ja bei Speck haben möchten. Du kannst auch noch einen kleinen Schuss Sojasauce mit hinzugeben. Generell nutze ich Sojasauce immer richtig gerne für Tofu zum Würzen. Der Tofu ist jetzt schon schön goldbraun. Ich gebe noch ein bisschen Reissirup mit hinzu, damit der karamellisieren kann. Das ist echt immer richtig lecker. Und danach kommt dann die Marinade hinzu. Ich habe die Marinade jetzt noch kurz mit anbraten lassen, damit die nur ein bisschen einziehen und auch der Stärkegeschmack weggeht. Jetzt noch mit Salz, Pfeffer abschmecken und dann ist auch schon fertig. So, jetzt geht es auch schon an das Probieren. Für die Schnelligkeit gibt es jetzt schon mal Pluspunkte. Echt lecker. Also so eine leichte Süße vom Reissirup kommt mit durch. Und dann noch dieser Teriyaki-Geschmack und eine kleine Würze vom Sambal Oleg. Perfekt. Erinnert mich ein bisschen an das Reispapier-Bacon, das wir mal im Video gemacht haben, kann ich dir hier oben nochmal verlinken. Dazu jetzt noch eine leckere Beilage, ein Curry oder so. Schmeckt schon echt gut. Tofu kann man auf unterschiedliche Art und Weise zubereiten. Natürlich im Wok, wie wir es schon gemacht haben, aber auch auf dem Grill oder zum Beispiel im Ofen. Und genau das machen wir jetzt. Der Tofu soll nämlich dann zum Schluss an Sweet Honey Mustard Tofu erinnern. Mal gucken, ob das auch so klappt. Als erstes presse ich den Tofu dafür wieder aus und danach schneide ich ihn ein. Weiter geht's mit der Marinade. Hierfür vermische ich als erstes etwas körnigen Senf mit Reissirup. Das gibt dann schon mal dieses Honig-Senf-Aroma. Außerdem hinzu kommt noch etwas Olivenöl, eine klein gehackte Knoblauchzehe, der Saft einer halben Zitrone, Chiliflocken, noch, wenn du möchtest, etwas Salz. Anschließend gebe ich das dann über meinen Tofu und beim Verteilen wirklich darauf achten, dass auch alles in die Ritzen geht. Dann schmeckt es später umso besser. Jetzt kommt noch ein bisschen Thymian oben drüber, sieht immer schick aus und vor allem schmeckt es auch gut. Und dann wandert der Tofu in den Ofen für circa
so 17 bis 20 Minuten bei 200 Grad. In der Zwischenzeit kannst du sehr gerne schon mal unseren Kanal abonnieren, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und ich mache mich gleich an Rezept Nummer 3. Weiter geht's mit Rezept Nummer 3. Wir machen Crispy Tofu oder auch bekannt unter Chicken Nuggets. Zumindest soll es so ein bisschen in die Richtung gehen. Mal gucken, ob das was wird. Ich nutze dafür unseren Bio-Tofu, denn der ist relativ dezent im Geschmack. Und dadurch können wir ihn richtig gut bearbeiten. Als allererstes presse ich den Tofu jetzt aus. Als nächstes schneide ich den Tofu klein. Du kannst ihn jetzt entweder in Streifen schneiden oder in Streifen schneiden und dann nochmal halbieren. Kommt drauf an, wie du ihn haben möchtest von der Länge. Als nächstes geht's an die Panade. Dafür mache ich jetzt als erstes die Mehlmische. Das Ganze funktioniert auch ohne Ei. Ich habe hier jetzt schon mal Mehl drin und dann kommt Reisdrink hinzu. Das wird umgerührt, sodass keine Klumpen mehr entstehen. Und danach kommt noch Salz, Pfeffer und Juicy Tomato Gewürz. Das gibt dem Ganzen nämlich nochmal diese Würze, die wir brauchen. Ein bisschen mediterran. Jetzt geht's ans eigentliche Panieren. Dafür bestreiche ich von allen Seiten einmal die Tofu-Sticks mit der Mehlmische, was eine ziemlich klebrige Angelegenheit. Falls ihr noch Tipps habt, wie man das schöner machen kann, immer her damit. Und jetzt geht es in das Paniermehl, beziehungsweise ich habe Panko. Diesmal damit wird es noch ein bisschen knuspriger. Kannst natürlich auch Paniermehl nutzen. Und dann erstmal schön in allen Seiten drin wälzen. Falls es noch knuspriger werden soll, kann man den Vorgang auch wiederholen. So. Und das mache ich jetzt bei allen. Jetzt geht's ans Anbraten. Dafür brate ich einmal die Sticks von jeder Seite goldbraun an. Und dann sind die auch schon fertig. Und fertig sind auch schon meine Crispy Tofu Sticks. Sehen schon mal richtig lecker aus. Ging auch relativ schnell, finde ich. Servieren kannst du das Ganze, mache ich gleich auch noch mit ein bisschen Salat. Und zum Beispiel sowas wie Chili-Soße. Aber ich probiere jetzt erstmal. Ich liebe die Konsistenz. Also außen richtig schön crispy und innen eine angenehme, weichere Konsistenz. Und dann mit der Soße. Und der Tofu aus dem Ofen ist auch fertig. Jetzt ist jetzt auch schon abgekühlt und der sieht einfach unglaublich lecker aus. Da müssen wir mal dran filmen. Ich finde ein bisschen wie so ein Fisch. Aber mal gucken, ob er auch so gut schmeckt. Ich würde sagen, probieren. Wirklich lecker. Also ich liebe dieses Zusammenspiel aus Reissirup, Zitrone und Senf. Das war's auch schon. Welches der drei Rezepte war dein Lieblingsrezept? Schreib es uns sehr gerne in die Kommentare und gib uns auch ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Ich lasse mir jetzt meinen Tofu noch ordentlich schmecken, mache mir noch einen Salat dazu und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!